Es ist der 8. Januar 2015. Eine Frau wartet auf ihren Mann, der hier 4 Jahre im offenen Vollzug einsaß. Es ist Wolfgang Beltracchi, bekannt als Meisterfälscher. Er täuschte sie alle, die Gutachter, die Händler, die Museumsdirektoren, und alle lobten sie, nichtsahnend, seine Fälschungen als echte Kunstwerke. Dafür wurde er verurteilt. 7 Millionen hat er zurückbezahlt. Sein ganzes Vermögen ging an die Gläubiger, ebenso wie das meiste von dem, das er heute verdient. Rund 300 Bilder hat er gefälscht. Mal als Max Ernst, als Matisse oder Heinrich Kampendonk. Damit hat er Millionen verdient. Nach der Freilassung verließ er Deutschland und lebt heute in Südfrankreich. Schon immer seine Wahlheimat. Nun wird er beweisen, was er kann, indem er Prominente malt, jeden im Stile eines anderen Künstlers. Heute versucht sich Wolfgang Beltracchi an Otto Waalkes, Komiker. Die Reise zu Otto führt Helene und Wolfgang Beltracchi nach Hamburg. Von der Wärme des Mittelmeers ins feucht-kühle Klima des Nordens. Hier in der Hochschule für Bildende Künste bereitet sich Beltracchi auf einen 3-tägigen Malmarathon vor mit dem Mitbegründer des neuen deutschen Comedy-Wunders, Otto Waalkes. So. Otto hat hier einst Kunstpädagogik und Malerei studiert. Zu einer Zeit Anfang der 70er Jahre, als vieles im Aufbruch war durch die Studentenbewegung. Habe ich gemalt, habe ich Architektur, Bildhauerei, Design nebenbei noch gemacht, aber am Schluss doch freie Malerei studiert hier. Und in diesem Raum habe ich gesessen, da vorne in der Ecke. Und das ist schon sehr ungewöhnlich für mich. Was war das für eine Stimmung damals an dieser Hochschule? Es war schon ziemlich locker, die Professoren haben uns arbeiten lassen, haben uns jede Freiheit gegeben. Das war schon so, jeder konnte sich wirklich selbst verwirklichen, selbst entwickeln. Das war schon sehr stark. Und wie ist denn aus dem Maler ein Komiker geworden? Das ist während des Kunststudiums hier, habe ich ja versucht, mein Studium zu finanzieren. Ich bin in kleinen Clubs aufgetreten und so weiter, in Hamburg konnte man zu der Zeit. Und erreichte eine ziemliche Popularität hierdurch. Otto zeigte als Maler großes Talent. War aber ebenso sehr Musiker und schließlich Komiker. Machen Sie es so wie ich. Machen Sie es sich gemütlich. Tralalala. Schenken Sie sich einen ein. Schubdidu. Und kippen Sie sich einen hinter die Binde. Beltracchi hat sich einiges vorgenommen. Er will Otto als Triptychon gleich 3-mal malen. Im Stile Van Dycks. Dieses Bild von Van Dyck, ja. Was der mal gemacht hat, das ist ein Bildnis. Karl des Ersten, das war der König von England damals. Wir machen jetzt Folgendes. Ich mal 3 Grisaillen, also 3 Untermalungen. Und nachher, das mittlere male ich ein bisschen aus. Ich werde so etwa, das habe ich dir mal ausgedrückt, damit das siehst, ich werde etwa so in dem Stadion werde ich bleiben. Der Meister ist etwas nervös, denn immerhin hat er es bei Otto mit einem Fachmann zu tun. Doch wie gewohnt packt er den Stier bei den Haaren an, diesmal mit einer eleganten verbalen Eröffnung. Bisschen was Fuchsiges hat sie, ne? Die Nase? Ist das richtig? Keine Ahnung, eine Fuchsnase kenne ich nicht. Doch, so ein bisschen. Der hat eher was Geieriges. Nee, geierig nicht. Fuchs. Die Augen stehen ein bisschen nah. Dafür kann ich nichts. Ich weiß, dass du nichts für kannst. Das ist immer so etwas verschwommen mit dem Kinn, weil bei älteren Menschen gibt es nicht mehr diese klaren Linien da.
Nase zu lang, die Augen zu dicht, keine klare Linie mehr bei älteren Menschen, das tut weh. Das Schwierigste an dem Profil ist eigentlich der Hut. Profil ist super, das ist ein super Profil. Dankeschön, endlich mal ein Kompliment. Ja, wirklich. Kein fliehendes Kinn, das geht schön nach vorne. Die Nase ist klasse im Profil. Auch hier die ganze Partie hier so, ne? Die ist super noch. Wow, das hat mir noch keiner gesagt. Ich komme mir so nackt vor. Nackt, ne? Ja. Ja. Total, das Lid hängt runter, die Nase ist zu lang. Fliehendes Kinn, fliehende Stirn, und wenn wir nicht aufpassen, haut der Rest auch noch ab. Fertig? Ich muss noch dein Ohr zeichnen, dann bin ich fertig. Mit den Ohren, das ist nicht so doll. Was heißt das? Mit den Ohren ist nicht so doll? Sind das keine schönen Ohren? Naja. Ich will da jetzt nichts zu sagen. Ich liebe meine Ohren. Es gibt ja extrem erotische Ohren, ne? Ich dachte, ich hätte erotisch schon. Schon so oft dran geknabbert worden. Die müssen erotisch sein. Das ist so oft dran geknabbert worden. Du hast erotische Ohren? Jawohl. Na, weißt du. So sagt man mir. Echt? Jetzt mal sehen, die Frauen, die lügen ununterbrochen. Aber beim Knabbern. So. Nach der Phase des Skizzierens eine erste Werkbesichtigung. Otto, der doch ein wenig einstecken musste, gibt zurück. Dialog unter Fachleuten. Warum hast du den linken etwas tiefer gesetzt, absichtlich? Auch einfach so. Also, außerdem sitzt er eigentlich gar nicht wirklich tiefer. Bisschen nur. Ja, ja. Da wirkt das Auge ein bisschen müde. Da würde ich das Lied auch ein bisschen höher nehmen. Denn das ist nicht, das ist ein etwas müder Blick, den habe ich ja nicht. Ja, das hängt schon da ein bisschen. Ja, das würde ich, aber das, ich habe einen Autofall gehabt. Nee, aber das hängt zu tief. Na ja. Oder? Schauen wir mal. Schauen wir mal. Das musst du größer machen, musst du hochziehen. Antonis van Dyck galt schon mit 17 Jahren als unbestrittener Meister. Er war nebst Rubens einer der großen Maler aus der Antwerpener Schule. Oft malte er für den englischen König Karl I., der ihn 1632 in den Adelsstand erhob. Der ist ziemlich früh gestorben. Hat er auch eine Krankheit gehabt, gekriegt. Farbenallergie. Wie wirst du das Bild denn nennen? Unser Bild jetzt, wie willst du das nennen? Ist das so? Ja, Otto. Ach, Otto ist gut. Wie sonst? Stimmt. Mein Vater hat auch gemalt noch. Er hatte Bilder gemalt, Emder Rathaus und solche Geschichten, die Stadt Emden gemalt. Wunderschöne. Die Bilder, die leider meine erste Ex-Frau mitgenommen hat. Ah. Die zweite Ex-Frau hat mein Porträt mitgenommen. Die dritte Ex-Frau hat, glaube ich, die Pfannenzeichnung. So verteilt sich das denn? Ja, das kenne ich. Ich bin ja gespannt, was meine zukünftige Ex-Frau mitnehmen wird. Ja, ja, falls du noch mal eine hast, ne? Wer weiß. Ja. Hast du eine Störung des vegetativen Nervensystems? Nee, ich bin Schlagzeuger gewesen. Ach so. Alles rhythmisch, muss alles rhythmisch ablaufen. Wenn ich ungeduldig werde, komm, mal jetzt endlich. Normalerweise ist das eine Dystonie des vegetativen Nervensystems. Ganz im Gegenteil. Wenn Männer immer so mit den Beinen so machen. So. Das Rhythmusgefühl. Das ist die erste Phase. Gleichzeitig, wenn ich ruhig sitze, komponiere ich Stücke. Die zweite ist die. Nee, das mache ich nicht. Machst aber, du noch nicht, nein, gut. Aber, das sind Rhythmusbewegungen, weil zum Beispiel komponiere ich schon innerlich ein Stück, neues Stück. Ja? Check, Mao zu tun. Und solche Sachen. Darf ich trotzdem, malst meine Beine ja nicht, darf ich trotzdem den Rhythmus, oder stört es dich? Stört mich nicht. Gut. Aber jetzt wollte ich dich gerade irgendwas fragen, jetzt hast du mich wieder rausgebracht. Nee. Ach so, genau, von wegen, weil du doch nicht so komisch bist eigentlich, ja. Wie man denkt. Da habe ich auch gedacht. Ja. Ich glaube, ich wäre nicht komisch, aber die Leute denken irgendwie, das ist komisch. Ich versuche mal ernst zu sein. Die Frage ist, jetzt frage ich dich was. Ja.
als ich den Emil gemalt habe, der ist ja auch so sehr witzig. Ne? Der ist nun wirklich witzig. Ja, aber im Naturraum ist er auch nicht so witzig. Aha, sehr die helle. Sind alle immer so ruhig, wenn man dann mit denen da sitzt, dann fragt man sich doch. Du zwingst ja zur Ruhe, weil du sagst, vielleicht ja, muss ich ja auch. Durch deine einschläfernde Art. Wenn du jetzt dich nicht beruhige, dann bist du am Hampeln. Ja, ja. Nein, aber du beruhigst mich doch gleich wieder. Ich werde gleich wieder schön ruhig sitzen. Das schaffst du. Das ist doch gut. Deswegen sind die so ruhig, weil das ist durch deine hypnotische Wirkung. Das ist natürlich, das stimmt natürlich, aber trotzdem frage ich mich dann immer, was ist das? Das ist der Motor, der einen antreibt. Szenenwechsel. In der Scheune eines alten Gutshofes bei Bergsdorf in der Nähe von Berlin. Wolfgang Beltracchi stellte hier im Mai 2015 aus. Teil einer Strategie, sich als eigenständiger Maler zu etablieren. Nach Ausstellungen in Bern, München und Berlin, an denen er fast alle gezeigten Bilder verkaufte. Beltracchi bedient ganz verschiedene Geschmäcker. Sein Interesse reicht von fotorealistischen Zeichnungen bis zu Skulpturen, wie die hier gezeigte eiserne Jungfrau. Also hier jetzt kann man sehr schön sehen, diese Serie mit den Wäldern. Das erste zeigt noch die Handschrift Max Ernst, das ist der grüne Wald. Der zweite ist... Der heißt Vor dem Verschwinden der Wälder. Und der zeigt eben schon diese doch apokalyptische Stimmung. Alles Eis und oben brennt der Himmel. Sehr abstrakt, das Bild. Schon eigentlich. Mhm. Und sehr beunruhigend. Ist das eigentlich, was heute viel diskutiert wird? Ja, das ist, Erderwärmung. Ja. Was machen wir eigentlich mit unserer Erde? Und das Letzte, das da drüben, das heißt dann das Verschwinden der Wälder. Das ist dann wirklich der Schluss. Da brennt, da ist nur noch Feuer und nur noch Hitze und einzelne Elemente, die noch da vorne Fragmente vorhanden sind. Was mal grün war auf der Welt. Was mal Erde war, das ist das. Und das ist jetzt natürlich, um der Frage direkt zuvorzukommen, das ist jetzt nicht mein Stil. Ich lehne das ja ab. Das ist ja ganz entscheidend bei mir, dass ich das ablehne, in einem Stil zu malen. Diese Wiedererkennbarkeit einer Handschrift, das lehne ich total ab. Am nächsten Tag. Es sind etwa dreimal mehr Leute gekommen, als die Galeristin erwartet hatte. Und ein letztes, genau. Ist das geil. Meine Haare, ey, wer bringt mir die Haare wieder in Ordnung? Niemand. Beltracchi ist tatsächlich so etwas wie ein Popstar der Malerei. Und seine Werke kosten mittlerweile von 20 bis 150.000 Euro. Ja, cool. Die Leute drängen sich um Selfies und Unterschriften mit dem berühmten Mann. Und alle kennen die Story des großen Fälschers. Mehr noch als seine Werke. Wir sind aus Köln hierher gefahren für diese Ausstellung. Und er stellt einfach die Kunstszene noch mal komplett auf den Kopf. Einfach diese geniale Art und der Humor. Und ich glaube einfach, dass er ein Sympathisant ist, auch für junge Menschen. Gerade auch, wenn man hier vielleicht nicht so viele sieht, weil er vielleicht nicht so weit verbreitet unter den jungen Menschen. Es ist für uns unglaublich toll, hier zu sein. Ich habe ein Beltracchi-Blümchen bekommen. Er hat schon Groupies, die ihm nachreisen. Die kommen aus Chemnitz extra hinter ihm hergefahren und aus Nürnberg hinter ihm hergefahren. Es ist doch wunderbar. Ich finde das großartig. Aber so ein Phänomen habe ich bei den Malern noch nicht gesehen. Wie erklären Sie das? Das kann ich nicht erklären. Ich freue mich einfach drüber. Sie machen eigentlich nur, was Ihnen Freude macht. Genau, Spaß. Das Leben muss Spaß machen. Ich meine, er hat nun mal das Glück. Es gibt Künstler, die sagen, sie seien von sich selber, behaupten sie seien von Göttern geküsst in so einer Situation. So weit wollen wir nicht gehen, aber er hat einfach das Glück, dieses Talent zu besitzen und sich anhand dieses Talents auch so viel Genuss
zuzuführen, Spaß zu haben in dem, was er tut. Das haben halt nicht viele. Und wenn man dieses Talent hat, sollte man das auch dazu ausnutzen. Es ist auch, früher hatte ich einen Kick dadurch, dass ich dann eben, dass die Experten gesagt haben, ja, das ist mein Maler, klar. Und ich wusste es auch, es sah genauso aus, war auch so gemalt. Heute ist es so, wenn ich dann ein Bild male und es das wird so toll, dann das ist für mich auch ein Kick, dann fühle ich mich auch toll. Sie sind rundum glücklich. Ja, ja, wenn ich jünger wäre, wäre ich noch glücklicher. Scheiße, alt schon jetzt. Ne? Wir sind ein bisschen alt geworden inzwischen. Und wir haben noch so viel zu tun, ja, keine Zeit. Ja. Die Zeit hat uns einfach schon langsam, aber sicher eingeholt. Das ist, das, ich weiß nicht, ich mal vielleicht noch 10 Jahre oder so. Keine vielleicht Ahnung. Auch 20. Mein Vater hat bis 88 gemalt. Ohne zu zittern. Ja, ich glaube schon. Der ist ja. Ohne zu zittern gestorben. Ja. Der hat, ich male jetzt fast 50 Jahre. Das ist schon eine lange Zeit. Ne? Zurück nach Hamburg, wo Beltracchi den Komiker Otto Waalkes porträtiert. Hier führt das Gespräch in die Zeit, als Beltracchi die Antikmärkte nach alten Bildern absuchte. Nicht wegen der Bilder wohlgemerkt, sondern wegen der alten Leinwände. Geschichten aus dem Leben eines Schelms. Ja, letztlich, das hat schon Spaß gemacht. Wir waren ja immer unterwegs, ne? Quasi auf Einkaufstour, um alte Keilrahmen zu finden, alte Gemälde zu finden, die man gebrauchen konnte. Einmal hatte ich ja unheimlich Glück. Also öfters, aber einmal Wahnsinn. Auch auf so einer Deballage, Antikhändler. Da stand dann ein Bild, aber falsch rum. Ne? Ich habe nur die Rückseite gesehen. Rückseite oval, also eine schöne ovale Leinwand. Du konntest direkt von hinten sehen, 1920. 1910, 1920. Dann habe ich den Händler gefragt. Ich sage, kann ich mir das mal angucken? Das stand so ein bisschen weiter weg an der Wand. Ja, sagt er, malen Sie? Ich denke, Huch. Sagt er, das ist nämlich ganz toll, sagt er, da ist nämlich gar nichts drauf auf der Leinwand, das können Sie wunderbar benutzen, für 100 Franken, 100 Franken, weißt du? ich hätte ihm 10.000 dafür gegeben, für 100 Franken können Sie mitnehmen. Ja, dreht das Ding um, leer. Grundiertes Lein, alte Grundierung drauf, ne? Original noch von der Fabrik und leer. Tja. Oval. Traumhaft, um ein schönes Bild zu machen von irgendeinem Maler, der so wenig, der noch viel hat freistehen lassen. Und, ne? Ah, schönen Kubik, König. Was habe ich drauf gemalt? Ein Brack. Ja. Frühen Brack. Sehr schön. Sehr schönes Bild. Wart ihr schon Gedanken dabei, das abzuschließen? Oder ja. So, das hatte ich schon. Ja, ja. Also eigentlich wollte ich nur noch jetzt diese, ich hatte ja nur noch diese 2 Bilder, die ich verkaufen wollte. Ja. Und dann war eigentlich Schluss erstmal, wenn wir nach Venedig gehen, in den Palazzo und dann nochmal so ein bisschen Renaissance malen. Ne? Das hätte aber ein paar Jahre gedauert, bis ich da mal was gemacht hätte. Ne? Ich wollte mich erstmal mal richtig reinknien in das Thema. Und, naja, aber das ist ja dann nichts draus geworden. Lustig war das Fälscherleben. Doch die Retourkutsche war brutal. Erzählungen aus der Haft, unter der die Beltracchis sehr gelitten haben. Im Knast ist so laut. Ist nie Ruhe. Niemals mir vorstellen können, dass es an einem Ort so laut ist. Und zwar ununterbrochen. Knalltüren, Gitter und so Puffpuff. Schrei, Geschrei, wie im Affenkäfig. Wie kannst du da schlafen? Ja, kannst du nicht schlafen. Morgens vielleicht mal so um 5. Also. Aber U-Haft ist ja noch strenger, oder? Eben, U-Haft. Du redest von U-Haft jetzt? Ja. Und da können sie dich so lange festhalten? Im normalen Knast, da sind die Leute ein bisschen müde abends, weil die müssen ja über Tag arbeiten. Ja. Ist ja, das wissen die wenigsten übrigens auch. In Deutschland ist ja Gefängnis, ne? Zwangsarbeit. Du musst ja arbeiten gehen, den ganzen Tag. Du kannst nicht auf deiner Zelle sitzen und Däumchen drehen. Du musst arbeiten. Und das Geld gibst du ab.
Beziehungsweise, du kriegst so wenig Geld, dass du davon dann deine Zellen bezahlen kannst und dein Futter. Dann wie 300 Euro. Und dann geben die dir nochmal, wenn du Glück hast, 50 Euro Taschengeld oder so. Und das war's. Dafür arbeitest du den ganzen Monat. Ich glaube, ich bleib ehrlich. Ehrlich wird am längsten. Ja, Erich hat den längsten. Siehst du doch, wie lange du schon ehrlich wärst. Ne? Lassen wir das mal, ne? Ein kleines Päuschen. Otto, selber Maler, hat ein Buch mit seinen Werken mitgebracht. Gar nicht. Wie schön. Lange still gesessen. Das ist ja der gleiche. Ja. Das ist die Unterschrift, der nicht. Das ist der Original. Im Grunde hast du ja nichts anderes gemacht als ich auch, ne? Ja, das sind aber solche Sachen, was du ja. Ja, die Kunstgeschichte ein bisschen mit einbezogen. Das ist auch schön. Ich habe nur meinen Namen drunter geschrieben. Ja, gut. Ich meine, ob das jetzt von Vorteil ist. Ja, weiß ich auch nicht. Ob das sind so rein. Das ist das Ding hier. Das ist cool. Otto ist sozusagen die humoristische Version eines Beltracchi. Er parodiert den Stil berühmter Maler. Mit zwei Unterschieden allerdings. Der Ottifant, Ottos Markenzeichen, ist meistens mit dem Bild. Und unter dem Bild steht immer Otto Waalkes. Jetzt kannst du noch House of the Rising Sun spielen als Abschluss. Und nun so etwas wie eine Weltpremiere. Wolfgang Beltracchi singt. There is a house in New Orleans. They call the rising sun. Der Schweinhund, ne? My father was a gambling man. Down in New Orleans. Er wäre gerne Rockmusiker geworden. Sieht doch aus wie einer. Doch leider ist er unmusikalisch. Oder anders gesagt, er singt ziemlich falsch. There is a house in New Orleans. They call the rising sun. Well, it's been the ruin of many a poor boy. And God, I know I'm one. Komm, jetzt machen wir Komm, mal. Schluss mit der Klampe. Jetzt machen wir doch seriöse Sachen. Ja. Wolfgang und Otto. Sie gehören zur gleichen Generation. Und ihre Biografien sind geprägt durch den politischen und kulturellen Aufbruch Ende der 60er Jahre. Abenteuerliche Zeiten, aufregende Geschichten. Ich hatte ja in meiner Jugend häufig keinen Wohnsitz, so keinen richtigen festen. Ja, ich war nur in Wohngemeinschaften gewohnt. Ja, ich auch. Das war halt auch kein richtig fester Wohnsitz, ist auch nicht. Aber selbst diese Wohngemeinschaften, die wollten mich nicht immer unbedingt. Ach so, naja, mich haben die Wohngemeinschaft mit einbezogen. Ich habe mit Udo Lindenberg und Marius Müller-Westerland zusammen gewohnt. Wenn die Namen was sagen. Und haben wir zusammen Musik gemacht, Tag und Nacht. Ja, nun, das ist was anderes, wenn man zusammen dann Musik machen ja, kann. Ja. Das war ein Wohngemeinschaft mit 14 Leuten. 14? Mhm. Oh ja, da habe ich auch schon Wohngemeinschaften gewohnt. Brauchst du mich frontal jetzt oder soll ich dich frontal? Ja, so frontal ist gut. Ja. Ich mal jetzt eh den Hut nur. Ach so. Erstmal so ein bisschen. Ach, in dieser Wohngemeinschaft, das möchte ich noch erzählen, da gab es denn so leichte Konflikte, wenn wir da abends um 4 Uhr Musik machen, um 4 Uhr Udo sein Schlagzeug aufbaut und Wille Wester seine Gitarre und ich fange zu singen. Ja. Da kamen einige der Mitbewohner runter, mein Manager zum Beispiel, mein jetziger Manager, der kam runter in Unterhosen, ich zieh hier aus. Und Udo hat immer im Wasserbett gepennt, als erster hat er ein Wasserbett gehabt. Der wohnt einen Stockwerk über mir, da ist ihm und ist mit der Zigarette eingepennt. Und das Ding natürlich, hat ein Loch reingebrannt, das Ding ist ausgelaufen. Das ist ausgelaufen. Ja, und das kam runter. Das ist gut. Ja, war nicht schlecht. Ich hatte damals auch Freunde, die machten Musik und ich kannte ganz viele Leute aus der Musikszene. Ne? Aber ja. Das war ja auch toll, man kam ja super an Mädels und so. Darum habe ich mich überhaupt nicht gekümmert. Nee. Nur die Musik. Nee, ich war asexuell. Ich war Spätzünder, komm, jetzt nach Hamburg. Mich hat nur eins interessiert immer, wie komme ich an die Mädels und an Kuchen und komisch. Und an Bo. Das hat mich nie interessiert. Ja, verrückt. Mach mal, guck mich mal an jetzt gerade. Ja. Kannst ruhig reden, ich muss nur die Augen.
Ja gut, wenn man so als Musiker so richtig fanatisch ist. Ich wollte nur die Musik, ich wollte Proben in meiner Band, Proben. Ich wollte ja ein Stück immer so originalgetreu spielen. Im Laufe dieser zwei Tage kommen die beiden nicht überraschend auf die Frauen zu reden. Besser gesagt, auf ihre jetzigen und verflossenen. Im Falle Ottos auf die Schauspielerin Eva Haßmann, mit der er 12 Jahre verheiratet war. Haßmann, was ist das denn? Sag mal, was ist das für ein Name denn? Da wäre ich aber vorsichtig gewesen. Hätte ich sein sollen, ja. Haßmann, na, was denn? Aber war eine tolle Geschichte. War ich sehr glücklich. Das ist die Mutter von deinem Sohn? Nein, die Mutter von meinem Sohn ist von dir davor. Oder was die davor, das weiß ich jetzt nicht. Wie, du kannst sie nicht... Das waren so viele. Nein, wie nein. Viele waren das denn? Das waren die davor. Ja. Weiß nicht, wie spät haben wir es jetzt? Ich verhasse. Haßmann. Ja. Gut, ich kenne das. Das war eine wunderbare Frau. Ist sie immer noch. Ist doch noch sehr jung. Ist immer noch jung? Ja, die ist übrigens doch niemals alt. Für mich jedenfalls nicht. So habe ich sie in Erinnerung. Das ja ist sehr angenehm, ja. War eine schöne Zeit. Und irgendwann ist vorbei. Wie lange sind wir jetzt zusammen, Mäuschen? 23 Jahre? Was haben wir denn jetzt? 15, 23? 23. Und Claire de la Lune, mon ami Pierrot. 23. Ja, klar. 23 Claire de la Lune, mon ami Pierrot. Prête-moi ta plume pour écrire ma chandelle morte, je ne plus de feu. Ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu. Honoré. Das war französisch. Ja, ja. 23 Jahre, Mäuschen. Meine Eltern 60 Jahre. Ja, meine auch 160, das war ewig. Ach, das ist gut, das funktioniert. Wir haben alles durchgestanden zusammen. Ja, das ist gut, sowas muss man finden. Ne? Wer will denn mit mir alles durchstehen? Ja, das kann ich mir auch schwer vorstellen. Kann ich auch schwer vorstellen, bis jetzt hat sie geklappt. Und dann vor allen Dingen die Nerven haben, muss Nerven man ja bei dir. Ja. So. Muss mich auch zum Lachen bringen. Wir hatten dann eine Lüne. Wie sieht's aus? Was macht das Auge? Nach 2 Tagen geht die Malsitzung zu Ende. Doch Otto hat noch was zu kritisieren. Bisschen viel Weiß da im Auge. Du meinst im Weiß des Auges? Ja, der Lichtpunkt im Auge. Diesen Lichtpunkt. Mhm. Den würde ich jetzt und oben, das passt nämlich nicht. Wenn es oben abdunkelt und plötzlich kommt so ein Lichtpunkt, dann wird es oben nicht dunkel sein. Da ist es richtig. Bei dem ist es das Einzige, was mich stört. Komm, setz dich noch mal kurz hin, wir gucken das Auge noch mal. Ja. Also mit den Fallen, da habe ich mich ja wirklich schwer zurückgenommen. Ja, das habe ich gemerkt. Da bedanke ich mich auch. Beltracchi geht etwas überraschend auf die Korrekturvorschläge Ottos ein. Diese Session geht nach 2 Tagen vorzeitig zu Ende, weil Otto noch andere Termine hat. Das Bild ist nicht fertig. Und Beltracchi hinterlässt, wie viele große Künstler, ein unvollendetes Werk. Skizzen und Untermalungen statt eines Triptychons nach Van Dyck. Doch alles nur halb so schlimm, sagt Beltracchi. Bei mir geht das. Ja? Ja, weil die in jeder Phase gut sind. Ja nicht zu schlagen. Was? Nee, bin ich auch nicht. Das fanden Sie jetzt lustig? Ja. Das war kein Scherz, verdammt. Lasst du mich aus? Otto, wie finden Sie das Bild? Also, das Bild finde ich sehr speziell. Ich bin oft gemalt worden und fotografiert worden, aber wenn er mich so sieht. Sie sehen sich anders? Ich sehe mich anders? Nee, Van Dyck. Wenn Van Dyck mich so sieht, denn er malt ja mit den Augen Van Dycks in dem Augenblick. Was willst du dagegen sagen? Der Mann ist tot seit dem 17. Jahrhundert. Wo werden Sie das aufhängen? Das würde ich bei mir im Zimmer aufhängen, im Schlafzimmer. Hoffentlich schlafe ich da noch gut. Well, it's been the royal.
know I'm one. Du, du, du. Voilà. Komm, jetzt machen wir. Komm, wir weiter. Schluss mit der Klampe. Jetzt machen wir doch seriöse Sachen. Ja. Wolfgang und Otto. Sie gehören zur gleichen Generation. Und ihre Biografien sind geprägt durch den politischen und kulturellen Aufbruch Ende der 60er Jahre. Abenteuerliche Zeiten, aufregende Geschichten. Ich hatte ja in meiner Jugend häufig keinen Wohnsitz. So keinen richtigen festen. Ja, ich war nur in Wohngemeinschaften gewohnt. Ja, ich auch. Das war ja auch kein richtig fester Wohnsitz, ist auch nicht. Aber selbst diese Wohngemeinschaften, die wollten mich nicht immer unbedingt. Ach so, naja, mich haben die Wohngemeinschaft mit einbezogen. Ich habe mit Udo Lindenberg und Marius Müller-Westerland zusammen gewohnt, wenn die Namen was sagen. Und haben wir zusammen Musik gemacht, Tag und Nacht. Ja, nun, das ist was anderes, wenn man zusammen dann Musik machen kann. Ne? Das war ein Wohngemeinschaft mit 14 Leuten. 14? Mhm. Oh ja, da habe ich auch schon Wohngemeinschaften gewohnt. Brauchst du mich frontal jetzt oder soll ich dich frontal? Ja, so frontal ist gut. Ja. Ich mal jetzt eh den Hut, nur so. Erstmal so ein bisschen. Ach, in dieser Wohngemeinschaft, das möchte ich noch erzählen, da gab es denn so leichte Konflikte, wenn wir da abends um 4 Uhr Musik machen, um 4 Uhr Udo sein Schlagzeug aufbaut und Wille Wester seine Gitarre und ich fange zu singen. Ja. Da kamen einige der Mitbewohner runter, mein Manager zum Beispiel, mein jetziger Manager, der kam runter in Unterhosen, ich zieh hier aus. Und Udo hat immer im Wasserbett gepennt, als erster hat er ein Wasserbett gehabt, der wohnt Stockwerk über mir, da ist ihm, und ist mit der Zigarette eingepennt. Und das Ding natürlich, hat ein Loch reingebrannt, das Ding ist ausgelaufen. Ist das ausgelaufen? Ja, und alles kam runter. Das ist gut. Ja, war nicht schlecht. Ich hatte damals auch Freunde, die machten Musik und ich kannte ganz viele Leute aus der Musikszene. Ne? Aber ja, es war ja auch toll, man kam ja super an Mädels und so. Und darum habe ich mich überhaupt nicht gekümmert. Nee. Ich hatte nur die Musik. Ja. Nee, ich war asexuell. Ich hatte nur, Spätzünder, komm, jetzt nach Hamburg. Mich hat nur eins interessiert immer, wie komme ich an die Mails und an Kuchen und komisch. An Buch. Das hat mich nie interessiert. Ja, verrückt. Mach mal, guck mich mal an jetzt gerade. Ja. Kannst ruhig reden, ich muss nur die Augen. Ja gut, wenn man so als Musiker so richtig fanatisch ist. Ich wollte nur die Musik, ich wollte proben in meiner Band, proben. Ich wollte ein Stück immer so originalgetreu spielen. Im Laufe dieser 2 Tage kommen die beiden nicht überraschend auf die Frauen zu reden. Besser gesagt. Natürlich, hat ein Loch reingebrannt, das Ding ist ausgelaufen. Ist ausgelaufen. Ja, und alles kam runter. Das ist gut. Ja, war nicht schlecht. Ich hatte damals auch Freunde, die machten Musik und ich kannte ganz viele Leute aus der Musikszene. Ne? Aber ja, es war ja auch toll, man kam ja super an Mädels und so. Und darum habe ich mich überhaupt nicht gekümmert. Nee. Ich hatte nur die Musik. Nee, ich war asexuell. Spätzünder, komm, jetzt nach Hamburg. Mich hat nur eins interessiert immer, wie komme ich an die Mails und an Kuchen und komisch. An Buch. Das hat mich nie interessiert. Ja, verrückt. Mach mal, guck mich mal an jetzt gerade. Ja. Kannst ruhig reden, ich muss nur die Augen. Ja gut, wenn man so als Musiker so richtig fanatisch ist. Ich wollte nur die Musik, ich wollte proben in meiner Band, proben. Ich wollte ein Stück immer so originalgetreu spielen. Im Laufe dieser 2 Tage kommen die beiden nicht überraschend auf die Frauen zu reden. Besser gesagt, auf ihre jetzigen und verflossenen. Im Falle Ottos auf die Schauspielerin Eva Haßmann, mit der er 12 Jahre verheiratet war. Haßmann? Was ist das denn? Ich glaube, das siehst du. Sag mal, was ist das für ein Name denn? Da wäre ich aber vorsichtig gewesen. Hätte ich sein sollen, ja. Haßmann, na, was denn? Aber war eine tolle Geschichte. War ich sehr glücklich. Das ist die Mutter von deinem Sohn? Nein, die Mutter von meinem Sohn ist von dir davor. Oder was die davor, das weiß ich jetzt nicht. Wie, du kannst sie nicht. Das waren so viele. Nein, wie viele waren das denn? Das waren die davor. Ja. Weiß nicht, wie spät haben wir es jetzt? Ich verhasse mich. Hassmann. Ja. Gut, ich kenne es. Das war eine wunderbare Frau. Ist sie immer noch. Ist noch sehr jung. Ist immer noch jung? Ja, die ist übrigens doch niemals alt. Für mich jedenfalls nicht. So habe ich sie in Erinnerung. Das ist sehr angenehm, ja. War eine schöne Zeit. Und irgendwann ist vorbei. Wie lange sind wir jetzt zusammen, Mäuschen? 23 Jahre?
Was haben wir denn jetzt? 23. Claire de la Lune, mon ami Pierrot. 23. Ja, klar. 23, Claire de la Lune, mon ami Pierrot. Prête-moi ta plume pour écrire ma marchandale est morte, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu. Das war französisch. Ja, ja. 23 Jahre, Mäuschen. Meine Eltern 60 Jahre. Ja, meine auch 160, was war ewig. Ach, das ist gut, das funktioniert. Wir haben alles durchgestanden zusammen. Ja, das ist gut, sowas muss man finden, ne? Wer will denn mit mir alles durchstehen? Ja, das kann ich mir auch schwer vorstellen. Kann ich mir auch schwer vorstellen, bis jetzt geklappt. Und vor allen Dingen die Nerven haben, die muss Nerven man ja bei dir. Ja. So. Muss mich auch zum Lachen bringen. Wir haben eine Lüne. Wie sieht's aus, was macht das Auge? Nach 2 Tagen geht die Mahlsitzung zu Ende. Doch Otto hat noch was zu kritisieren. Bisschen viel Weiß da im Auge. Du meinst im Weiß des Auges? Ja, das. Ich habe ein Beltraki-Blümchen bekommen. Er hat schon Groupies, die ihm nachreisen. Die kommen aus Chemnitz extra hinter ihm hergefahren und aus Nürnberg hinter ihm hergefahren. Es ist doch wunderbar. Ich finde das großartig. Aber so ein Phänomen habe ich bei den Malern noch nicht gesehen. Wie erklären Sie das? Das kann ich nicht erklären. Ich freue mich einfach drüber. Sie machen eigentlich nur, was Ihnen Freude macht. Genau, Spaß. Das Leben muss Spaß machen. Ich meine, er hat nun mal das Glück. Es gibt Künstler, die sagen, sie seien von sich selber, behaupten sie seien von Göttern geküsst in so einer Situation. So weit wollen wir nicht gehen. Aber er hat einfach das Glück, dieses Talent zu besitzen und sich anhand dieses Talents auch so viel Genuss zuzuführen, Spaß zu haben in dem, was er tut. Das haben halt nicht viele. Und wenn man dieses Talent hat, sollte man das auch dazu ausnutzen. Es ist auch, früher hatte ich einen Kick dadurch, dass ich dann eben, dass die Experten gesagt haben, ja, das ist mein Maler, klar. Und ich wusste es auch, es sah genauso aus, war auch so gemalt. Heute ist es so, wenn ich dann ein Bild male und es wird so toll, dann das ist für mich auch ein Kick, dann fühle ich mich auch toll. Sie sind rundum glücklich. Ja. Ja, wenn ich jünger wäre, wäre ich noch glücklicher. Scheiße, alt schon jetzt. wir sind ein bisschen alt geworden inzwischen. Und wir haben noch so viel zu tun, ja, keine Zeit. Ja. Die Zeit hat uns einfach schon langsam, aber sicher eingeholt. Das ist, ich weiß nicht, ich mal vielleicht noch 10 Jahre oder so. Keine vielleicht Ahnung. Auch 20. Mein Vater hat bis 88 gemalt. Ohne zu zittern. Ja, ich glaube schon. Der ist ohne zu zittern gestorben. Ja, der hat. Ich male jetzt fast 50 Jahre. Das ist schon eine lange Zeit. Ne? Zurück nach Hamburg, wo Beltraki den Komiker Otto Waalkes porträtiert. Hier führt das Gespräch in die Zeit, als Beltraki die Antikmärkte nach alten Bildern absuchte. Nicht wegen der Bilder wohlgemerkt, sondern wegen der alten Leinwände. Geschichten aus dem Leben eines Schelms. Ja, letztlich, das hat schon Spaß gemacht. Wir waren ja immer unterwegs, ne? Quasi auf Einkaufstour, um alte Keilrahmen zu finden, alte Gemälde zu finden, die man gebrauchen konnte. Einmal hatte ich ja unheimlich Glück. Also öfters, aber einmal Wahnsinn. Auch auf so einer Deballage, Antikhändler. Da stand dann ein Bild, aber falsch rum. Ne? Ich habe nur die Rückseite gesehen. Rückseite, oval, also eine schöne ovale Leinwand. Du konntest direkt von hinten sehen, 1920. 1910, 1920. Dann habe ich den Händler gefragt. Ich sage, kann ich. Wie wirst du das Bild denn nennen? Unser Bild jetzt. Wie willst du das nennen? Es ist, ja, Otto. Ach, Otto ist gut. Wie sonst? Stimmt. Vater hat auch gemalt noch. Er hatte Bilder gemalt, Emder Rathaus und solche Geschichten, die Stadt Emden gemalt. Wunderschöne. Die Bilder, die leider meine erste Ex-Frau mitgenommen hat. Ah. Die
Die zweite Ex-Frau hat mein Porträt mitgenommen. Die dritte Ex-Frau hat, glaube ich, die Pfannenzeichnung. So verteilt sich das denn? Ja, das kenne ich. Ich bin ja gespannt, was meine zukünftige Ex-Frau mitnehmen wird. Ja, falls du noch mal eine hast. Ne? Wer weiß. Ja. Hast du eine Störung des vegetativen Nervensystems? Nee, das ist mit Schlagzeuger gewesen. Ach so. Alles rhythmisch, muss alles rhythmisch ablaufen. Wenn ich ungeduldig werde, komm, mal jetzt endlich. Normalerweise ist das eine Dystonie des vegetativen Nervensystems. Ganz im Gegenteil. Wenn Männer immer so mit den Beinen so machen. So. Das Rhythmusgefühl. Das ist die erste Phase. Gleichzeitig, wenn ich ruhig sitze, komponiere ich Stücke. Die zweite ist die. Nee, das mache ich nicht. Machst aber, du noch nicht. Nein, gut. Aber das sind Rhythmusbewegungen, weil zum Beispiel komponiere ich schon innerlich ein Stück, neues Stück. Ja? Check, Mao zu tun. Und solche Sachen. Darf ich trotzdem, malst meine Beine ja nicht, darf ich trotzdem den Rhythmus oder stört es dich? Stört mich nicht. Gut. Aber jetzt wollte ich dich gerade irgendwas fragen, jetzt hast du mich wieder rausgebracht. Nee. Ach so, genau. Von wegen, weil du doch nicht so komisch bist eigentlich, ja. Wie man denkt. Da habe ich auch gedacht. Ja. Ich glaube, ich wäre nicht komisch, aber die Leute denken irgendwie, das ist komisch. Ich versuche mal ernst zu sein. Weil die Frage ist, jetzt frage ich dich was. Ja. Als ich den Emil gemalt habe, der ist ja auch so sehr witzig. Ne? Ja, der ist nun wirklich witzig. Ja, aber im Naturraum ist er auch nicht so witzig. Aha, sehr die helle. Sind alle immer so ruhig, das, wenn man dann mit denen da sitzt, dann fragt man sich doch. Na, du zwingst ja zur Ruhe, weil du sagst, vielleicht wird ja, durch deine einschläfernde Arbeit beruhigen. Wenn ich dich nicht beruhige, dann bist du am Hampel. Ja, ja. Nein, aber du beruhigst mich doch gleich wieder. Ich werde gleich wieder schön ruhig sitzen. Das schaffst du, das ist doch gut. Deswegen sind die so ruhig, weil das ist durch deine hypnotische Wirkung. Das ist natürlich, das stimmt natürlich, aber trotzdem frage ich mich dann immer, was ist das? Das ist der Motor, der einen antreibt. Bisschen was Fuchsiges hat sie, ne? Die Nase? Ist das richtig? Keine Ahnung, ich habe eine Fuchsnase, kenne ich nicht. Doch, so ein bisschen. Der hat eher etwas Geieriges. Nee, geierig nicht. Fuchs. Die Augen stehen ein bisschen nah. Dafür kann ich nichts. Kann ich nein, ich weiß, dass du nichts für kannst. Das ist. Ist immer so etwas verschwommen mit dem Kinn, weil bei älteren Menschen gibt es nicht mehr diese klaren Linien da. Nase zu lang, die Augen zu dicht, keine klare Linie mehr bei älteren Menschen, das tut weh. Das Schwierigste an dem Profil ist eigentlich der Hut. Profil ist super, das ist ein super Profil. Dankeschön, endlich mal ein Kompliment. Ja, wirklich. Kein fliehendes Kinn, das geht schön nach vorne. Die Nase ist klasse im Profil. Auch hier die ganze Partie hier so, ne? Die ist super noch. Wow, das hat mir noch keiner gesagt. Ich komme mir so nackt vor. Nackt, ne? Ja. Total, das Lied hängt runter, die Nase ist zu lang. Fliehendes Kinn, fliehende Stirn, und wenn wir nicht aufpassen, haut der Rest auch noch ab. Fertig? Ich muss noch dein Ohr zeichnen, dann bin ich fertig. Mit den Ohren, das ist nicht so doll. Was heißt das? Mit den Ohren ist nicht so doll? Sind das keine schönen Ohren? Naja. Ich will da jetzt nichts zu sagen. Ich liebe meine Ohren. Es gibt ja extrem erotische Ohren, ne? Ich dachte, ich hätte erotische Ohren. Schon so oft dran geknabbert worden. Die müssen erotisch sein. Da ist so oft dran geknabbert worden. Du hast erotische Ohren? Jawohl. Na, weißt du. So sagt man mir. Echt? Jetzt mal sehen, die Frauen, die lügen ununterbrochen. Aber beim Knabbern. So. Nach der Phase des Skizzierens eine erste Werkbesichtigung. Otto, der doch ein wenig einstecken musste, gibt zurück. Dialog unter Fachleuten. Warum hast du den linken etwas tiefer gesetzt, absichtlich? Auch einfach so. Also. Außerdem sitzt er eigentlich gar nicht wirklich tiefer. Bisschen nur. Ja. Da wirkt das Auge ein bisschen müde. Da würde ich das Lied auch ein bisschen höher nehmen. Denn das ist nicht, das ist ein etwas müder Blick, den habe ich ja nicht. Das hängt schon da ein bisschen. Ja, das würde ich aber, dass ich jetzt einen Autofall gehabt. Nee, aber das hängt zu tief. Naja. Oder? Schauen wir mal. Das musst du größer machen, musst du hochziehen. Antonis van Dijk galt schon mit 17 Jahren als unbestrittener Meister. Er war nebst Rubens einer der großen Maler aus der Antwerpener Schule. Oft malte er für den englischen König Karl I., der ihn 1632 in den Adelsstand erhob.
Der ist ziemlich früh gestorben. Sehr ungewöhnlich für mich. Was war das für eine Stimmung damals an dieser Hochschule? Es war schon ziemlich locker. Die Professoren haben uns arbeiten lassen, haben uns jede Freiheit gegeben. Das war schon so. Jeder konnte sich wirklich selbst verwirklichen, selbst entwickeln. Das war schon sehr stark. Und wie ist denn aus dem Maler ein Komiker geworden? Na, das ist während des Kunststudiums hier, habe ich ja versucht, mein Studium zu finanzieren. Ich bin in kleinen Clubs aufgetreten und so weiter. In Hamburg konnte man zu der Zeit. Und erreichte eine ziemliche Popularität hierdurch. Otto zeigte als Maler großes Talent. War aber ebenso sehr Musiker und schließlich Komiker. Machen Sie es so wie ich. Machen Sie es sich gemütlich. Tralalala. Schenken Sie sich einen ein. Schubdidu. Und kippen Sie sich einen hinter die Binde. Beltracchi hat sich einiges vorgenommen. Er will Otto als Triptychon gleich dreimal malen. Im Stile Van Dycks. Dieses Bild von Van Dyck, ja. Was der mal gemacht hat, das ist ein Bildnis Karl des Ersten, das war der König von England damals. Wir machen jetzt Folgendes. Ich mal drei Grisaillen, also drei Untermalungen. Und nachher, das mittlere male ich ein bisschen aus. Ich werde so etwa, das habe ich dir mal ausgedrückt, damit das siehst. Ich werde etwa so in dem Stadion, werde ich bleiben. Der Meister ist etwas nervös. Denn immerhin hat er es bei Otto mit einem Fachmann zu tun. Doch wie gewohnt packt er den Stier bei den Haaren an. Diesmal mit einer eleganten verbalen Eröffnung. Bisschen was Fuchsiges hat sie, ne? Die Nase? Ist das richtig? Keine Ahnung, ich habe eine Fuchsnase, kenne ich nicht. Doch, so ein bisschen. Der hat eher etwas Geieriges. Nee, geierig nicht. Fuchs. Die Augen stehen ein bisschen nah. Dafür kann ich nichts. Ich weiß, dass du nichts für kannst. Ist immer so etwas verschwommen mit dem Kinn, weil bei älteren Menschen gibt es nicht mehr diese klaren Linien da. Die Nase zu lang, die Augen zu dicht, keine klare Linie mehr bei älteren Menschen, das tut weh. Das Schwierigste an dem Profil ist eigentlich der Hut. Profil ist super, das ist ein super Profil. Dankeschön, endlich mal ein Kompliment. Ja, wirklich. Kein fliehendes Kinn, das geht schön nach vorne. Die Nase ist klasse im Profil. Auch hier die ganze Partie hier so, ne? Die ist super noch. Wow, das hat mir noch keiner gesagt. Ich komme mir so nackt vor. Nackt, ne? Ja. Ja. Total, dass ich kaufen wollte. Ja. Und dann war eigentlich Schluss erstmal. Wenn wir nach Venedig gehen, in den Palazzo und dann nochmal so ein bisschen Renaissance malen, ne? Das hätte aber ein paar Jahre gedauert, bis ich da mal was gemacht hätte, ne? Ich wollte mich erstmal mal richtig reinknien in das Thema und naja. Aber das ist ja dann nichts draus geworden. Lustig war das Fälscherleben. Doch die Retourkutsche war brutal. Erzählungen aus der Haft, unter der die Beltracchis sehr gelitten haben. Der Knast ist so laut. Es ist nie Ruhe. Ich hätte niemals mir vorstellen können, dass es an einem Ort so laut ist. Und zwar ununterbrochen. Knallen Türen, Gitter und so Buff-Buff. Schrei, Geschrei, wie im Affenkäfig. Wie kannst du da schlafen? Ja, kannst du nicht schlafen. Morgens vielleicht mal so um 5 oder so. Aber U-Haft ist ja noch strenger, oder? Eben, U-Haft. Aber du redest von U-Haft jetzt? Ja. Und da können sie dich so lange festhalten? Im normalen Knast, da sind die Leute ein bisschen müde abends, weil die müssen ja über Tag arbeiten. Ja. Das wissen die wenigsten übrigens auch. In Deutschland ist ja Gefängnis, ne? Zwangsarbeit. Du musst ja arbeiten gehen, den ganzen Tag. Du kannst nicht auf deiner Zelle sitzen und Däumchen drehen. Du musst arbeiten. Und das Geld gibst du ab. Beziehungsweise du kriegst so wenig Geld, dass du davon dann deine Zellen bezahlen kannst und dein Futter. Dann wie 300 Euro. Und dann geben die dir nochmal, wenn du Glück hast, 50 Euro Taschengeld oder so. Und das war's. Dafür arbeitest du den ganzen Monat. Ich glaube, ich bleib ehrlich. Ehrlich wird am längsten. Ja, Erich hat den längsten. Siehst du doch, wie lange du schon ehrlich wärst.
Ne? Lass mal das mal, ne? Ein kleines Päuschen. Otto, selber Maler, hat ein Buch mit seinen Werken mitgebracht. Wie schön. Das ist ja der gleiche. Ja. Das ist die Unterschrift, ja nicht. Das ist der Original. Im Grunde hast du ja nichts anders gemacht als ich auch. Ne? Ja, das sind aber solche Sachen, was du ja. Ja, die Kunstgeschichte ein bisschen mit einbezogen. Das ist auch schön. Ich habe nur meinen Namen drunter geschrieben. Ja, gut. Ich meine, ob das jetzt von Vorteil ist. Ja, weiß ich gar nicht. Ob das sind das so rein. Das ist das Ding hier. Das ist cool. Otto ist sozusagen die humoristische Version eines Beltracchi. Er parodiert den Stil berühmter Maler. Mit zwei Unterschieden allerdings. Der Ottifant, Ottos Markenzeichen, ist meistens mit dem Bild. Und unter dem Bild steht immer Otto Waalkes.